Ich bin Christian Blank, stellvertretender Vorsitzender des weltgrößten baubiologischen Verbandes, Verband Baubiologie, und möchte ganz gerne einen Einblick in das Thema Baubiologie, baubiologische Messtechnik bzw. Innenraumanalytik geben und in die Fragestellung oder versuchen, die Fragestellung zu beleuchten, inwiefern dieses Thema Innenraumanalytik die klinische Umweltmedizin bereichern und ergänzen kann. Baubiologie ist per Definition die Wissenschaft der Zusammenhänge bzw. der wechselnden Einflüsse, der gegenseitigen Beeinflussung der bebauten Umwelt mit dem Organismus, der in Gebäuden sich aufhält, in Gebäuden lebt. Es gibt dort eine Vielzahl von biologisch relevanten Faktoren. Das sind zum einen physikalische Faktoren wie die Funktechnologie, aber auch verschiedene elektrische und magnetische Felder verschiedener Frequenzen, die aus der Elektroinstallation herrühren oftmals oder aus elektrischen Geräten, von elektrischen Geräten verursacht werden und auch eine biologische Wirkung entfalten. Gleichzeitig haben wir die Funktechnologien, die WLAN und DICT, die Mobilfunktechnologie selbstverständlich, die natürlich in unserem Alltag eine große Rolle spielt inzwischen. Dann haben wir Gleichfelder elektrischer und magnetischer Art, die ebenso biologisch relevant sind, die Radioaktivität, den Schall oder oftmals ist es auch der Infraschall oder ein gewisses Brummen, das für viele Menschen biologisch relevant sein kann und eine Belastung darstellen kann. Lichtqualität, gerade das Thema Blaulicht am Abend, Melatoninproduktion und Hemmung der Synthese, der Melatoninsynthese ist ein Thema. Dann aber auch das Thema der Wohngifte. Ein großes Spektrum verschiedenster gasförmiger, leichtflüchtiger, schwerflüchtiger oder auch an partikelgebundener oder partikelförmiger Schadstoffe, die wir über die Raumluft einatmen. Und wir atmen pro Tag rund 12 bis 20.000 Liter Luft. Das heißt, auch geringste Konzentrationen in der Raumluft sind eben biologisch sehr relevant. Die werden eingeatmet und teilweise in uns gespeichert, gerade im Fettgewebe, gerade eben und dann eben auch im Gehirn oder in den Myelinscheiden. Und dort führen sie zu einer Vielzahl von Symptomen, eben als Speichergifte. Wir haben dann noch den Bereich der Mikrobiologie. Das sind zum Beispiel Schimmel, Bakterien, Hefepilze oder Allergene, die wiederum auf den Organismus einwirken, eine sehr wichtige biologische Rolle und Wirkung dort eben einnehmen können. Und all diese genannten Faktoren physikalischer, chemischer und mikrobiologischer Art stehen in Wechselwirkung zueinander. Das heißt, die elektromagnetischen Felder sind für sich biologisch relevant, aber in Kombination mit Toxinen, zum Beispiel Formaldehyd oder anderen Lösemitteln, sind sie noch um ein Vielfaches potenter, wie aktuelle Studien zeigen. Das Gleiche gilt für die Radioaktivität in Kombination mit EMF. Auch da gibt es eine Wechselwirkung und sie verstärken sich gegenseitig. Aber auch den Bereich der chronischen Infektionen. Dort gerade bei Pilzinfektionen oder auch bei intrazellulären Infektionen haben wir beobachten können, ist in Studien beobachtet worden, dass ein starker Einfluss physikalischer Felder aus dem elektromagnetischen Bereich dort zu einer sehr stark erhöhten Freisetzung von Toxinen führen kann, die diese Mikroorganismen dann eben emittieren, produzieren, um sich gegen diesen von außen eintretenden Stress zur Wehr zu setzen. Und dementsprechend, diese sind ja Neurotoxine in vielen Fällen, kommt es zu neurologischen Auswirkungen, neurologischen Symptomen. Das ist also, wie man sieht, ein sehr komplexer Bereich und dementsprechend wichtig ist es, dass Mediziner mit Innenraumanalytikern kooperieren, dass man zum Wohle des Patienten gemeinsam voranschreitet, denn es ist nicht monokausal, es ist multikausal, es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren, die relevant sind. Dementsprechend ist es für das Wohl des Patienten und für die Erreichung eines möglichst optimalen Lebensraumes in Innenräumen, gerade am Schlafplatz, in Wohnungen, in Häusern, aber auch an Arbeitsplätzen, unglaublich wichtig, immens wichtig, dort möglichst viele Faktoren zu erfassen, die Ursachen für Anomalien, die Ursachen für Auffälligkeiten zu beschreiben, zu lokalisieren und so weit möglich dann diese Intensitäten der verschiedenen Faktoren zu reduzieren, um therapiebegleitend, aber auch kausal dort an der richtigen Stelle ansetzen zu können,
damit der Organismus sich erholen kann. Das ist letztendlich das, was wir Innenraumanalytiker in professioneller Art und Weise tun. Und damit den Patienten alleine zu lassen, wäre medizinisch gesehen ein sogenannter Kunstfehler. Dankeschön.